Wir freuen uns, dass ihr euch in den nächsten knapp 7 Minuten auf ein Rendezvous mit Franz und Sue einlasst. Warum mein Kollege und ich heute hier stehen und unser Büro vorstellen? Weil wir einerseits viele Gemeinsamkeiten haben und trotzdem völlig unterschiedlich sind. Und das unserer Meinung nach unser Büro und somit auch unsere Kolleginnen und Kollegen ganz gut widerspiegelt. Begonnen hat alles vor etwa 10 Jahren mit der Idee, dass das Konkurrenzdenken in der Architekturbranche uns nicht weiterbringt, sondern die Zusammenarbeit viel wichtiger ist. Das Format des Fight Clubs hat sich entwickelt. Der Fight Club ist ein monatliches Treffen von Architektinnen und Architekten mit der Idee, dass man sich gegenseitig aktuelle Projekte vorstellt. Dabei gibt es vor allem eine Regel, die ehrliche Meinung. Aus diesem Fight Club ist dann auch die Hochzeit des Architekturbüros Franz und des Architekturbüros Sue entstanden und Franz und Sue Architekten haben sich gegründet. Besonders an unserem Büro ist eigentlich für uns die Vielfalt im Team. Bei uns arbeiten momentan 12 Nationen, davon sind 25 Frauen und 22 Männer. Ja, und dieses Gebäude, was man am Foto zuvor gesehen hat, das ist der Stadtelefant, unser Bürogebäude, das wir erst Anfang dieses Jahres bezogen haben. Es hat eine spannende Geschichte, denn plötzlich waren wir nicht nur Architekt, denn wir waren auch der Klient, der Kunde sozusagen. Und wir haben uns mit branchennahen Unternehmen zusammengetan und haben eine gewerbliche Baugruppe gegründet. So sieht das heute aus. Wir sind im Sonnenwendviertel und haben neben uns in unserem Büro im ersten Geschoss auch zum Beispiel Plof und Solid Architecture, aber wir haben auch Statiker, Brandschutzplaner und auch aus der architekturtheoretischen Seite die Architekturstiftung und Architektur in Progress. Wir sind also ein bunter Cluster, der es mag, miteinander zu reden. Und das machen wir am liebsten unten im Erdgeschoss, im Lokal im Stadtelefanten. Dort essen wir, dort schneiden wir uns und zwar nicht nur untereinander im Haus, sondern auch mit dem Quartier, dem Sonnenwendviertel selber. Das ist beim Hauptbahnhof und peu à peu wächst es mit der Zeit und wir lieben es, Leute dort kennenzulernen und zu willkommen. Dieses Willkommen, dieses Vertrauen, das legen wir auch in all unsere Kollegen wieder. Wie ihr schon gesehen habt, wir sind sehr viele junge Leute, aber wir haben auch sehr viele erfahrene Leute bei uns. Und jeder von uns hat irgendwo sein Aufgabengebiet und arbeitet an seinen quasi eigenen Projekten und versucht, das so ernst und mit Spaß zu nehmen wie möglich. Wir sind ein Wettbewerbsbüro, das bedeutet, dass wir uns gerne und mit Leidenschaft kontinuierlich immer wieder Wettbewerben stellen. Leider, Wettbewerbe, da gibt es auch immer wieder Rückschläge, deswegen unser Motto, nach dem Wettbewerb ist vor dem Wettbewerb. Da bleibt nicht viel Zeit für Trauer und wir starten mit voller Energie in den neuen Wettbewerb. Manchmal gibt es aber dann noch Erfolgserlebnisse, wie hier die Schatzkiste in Tirol zeigt. Hier eine kleine Anekdote zum Fight Club. Ein Kollege hat uns damals den Ratschlag gegeben, dass wir doch noch mehr mit dem Gebäude in die Erde reingehen. Diesem Ratschlag sind wir gefolgt und konnten dann den Sieg für uns entscheiden und haben uns bei über 150 Teilnehmern durchgesetzt. Das Projekt zeigt auch ganz gut, dass uns Einfachheit in unseren Projekten sehr wichtig ist. Je komplexer die Bauaufgabe, umso einfacher sollte die Lösung sein. Bei dem Wettbewerb haben wir eine Ansicht mit 4 Linien gezeichnet. Vielleicht haben wir trotzdem oder auch gerade eben deswegen gewonnen. Außerdem ist es für uns sehr reizvoll, mit Kontrasten zu arbeiten. Hier ein Beispiel die äußere, sehr geschlossene Fassade und im Inneren dann das sehr offene, begrünte Atrium, der zum Denken, Forschen und Arbeiten anregt. Ja, und apropos Überraschung, apropos Innen, apropos Außen, wir leben Vielfalt bei uns im Büro. Erst unlängst haben Ende Mai die Architekturtage stattgefunden und wir durften ganz viele Leute bei uns im Büro einladen, und zwar im gesamten Gebäude. Wir haben Führungen gehalten und haben viele Leute wieder kennengelernt. Und genau das ist das, wofür Architektur für uns steht, nämlich die Inhalte dahinter, die Werte und die Menschen. Gerade der Raum als zweiten Pädagogen, den sehen wir vor allem im Schulbau, was ein ganz wichtiges Aufgabengebiet für uns ist. Es ist eine Erweiterung zur Volksschule Angeda in Landeck in Tirol und der Wettbewerb damals hat das für uns offen gelassen, ob wir dieses Gebäude hinten abreißen oder nicht. Wir haben uns entschieden, es wertzuschätzen und diesen Zubau hinzuzustellen. Und in diesem Maßstab, aber auch im deutlich kleineren Maßstab wie in diesem Einfamilienhaus in Eichgraben, sehen wir Bestand, sehen die Qualitäten darin und versuchen sie aufzupeppen und quasi selbst so einen kleinen Schuppen wertzuschätzen und ihn quasi neu zu schöpfen, um dieser Familie quasi einen besseren Lebensraum zu bieten.
Eine ganz besondere Herzensangelegenheit ist bei uns der wöchentlich stattfindende Montagsschurfix, bei dem sich alle Kolleginnen und Kollegen bei uns im Büro auf der Sitztreppe versammeln und Informationen zu aktuellen Projekten, Wettbewerben oder Baustellen im Austauschen. Und genau dieser Austausch ist bei uns sehr wichtig. Hier entsteht Expertise und nur so können wir uns komplexen Bauaufgaben stellen. Ein Beispiel für eine sehr komplexe Bauaufgabe ist das Justizgebäude in Salzburg. Hier dürften wir uns einerseits mit dem Bauen im Bestand und mit der Denkmalpflege auseinandersetzen. Andererseits haben wir aber auch die Frage gestellt, wie man ein etwas veraltetes Konzept von einem Justizsystem architektonisch in die heutige Zeit übertragen kann. Für uns ist ein Justizgebäude eher transparent. Man soll nicht das Gefühl haben, dass die Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind. Deswegen haben wir ins Zentrum des Gebäudes einen verglasten Neubau gesetzt. So entstehen neue Blickbeziehungen durch den Hof, aber auch neue Wegverbindungen. Zusätzlich haben wir in mehreren Bereichen des Justizgebäudes Öffnungen und somit Eingänge angebracht, um so einerseits ein Durchfließen von der Stadtbevölkerung in das Justizgebäude zu bringen, aber auch unser Justizgebäude zur Stadt hin zu öffnen. Ja, und die Transparenz in der Analogie, die leben wir in unseren heißgeliebten Schüttelreimen. Franz und Sue sind wie ich und du. Und damit wollen wir sinnbildlich eigentlich sagen, dass wir keine reine Image-Architektur machen. Wir sehen Architektur nicht als bloßes Abbild, als Marke, als Brand. Uns interessieren die Inhalte dahinter, uns interessieren reale Begegnungen. Und diese realen Begegnungen, die sind für uns auch außerhalb unserer Kernzeit sehr wichtig, denn egal wie hart man arbeiten kann, genauso hart, ich sage jetzt einmal ganz frech, sollte man auch feiern können. In dem Sinne, schönen Abend, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.